Liebe Wählerinnen und Wähler, Daniel Trepsdorf tritt in Schwerin-Nord für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern an. Das ist nicht so einfach. Er hat eine berühmte sozialdemokratische Gegnerin. Aber schon deshalb bewundere ich den Mut von Daniel Trepsdorf, es damit aufzunehmen, es zu versuchen. Liebe Schwerinerinnen, liebe Schweriner, wie sieht das aber eigentlich aus in der bundesrepublikanischen Politik? Die Bundes-CDU versinkt in Bereicherungsskandalen, dubiosen Maskendeals, nicht enden wollenden Korruptionsaffären. Auch Abgeordnete aus MV waren betroffen, haben sich Aktienoptionen gesichert oder dubiose Zahlungen aus Aserbaidschan erhalten. Die SPD hat in den zurückliegenden 15 Jahren scheinbar ihr soziales Gewissen verloren. Der Dynamik, den Mut und die Visionen zum Aufbruch ist ein schnöder Alltagspragmatismus gewichen. Hinzu kommt sowohl in Berlin von Schwarz-Rot als auch in Mecklenburg-Vorpommern von Rot-Schwarz das absolute Missmanagement der Corona-Krise. Von AfD und NPD kommen lediglich Hass und Hetze, die die Gesellschaft weiter spalten, aber keine konstruktiven Vorschläge zur Weiterentwicklung unserer Gemeinwesen. Es ist gut angelegt in der Demokratie, dass ermüdete Regierungen auch abgewählt werden können. Und Sie, liebe Schwerinerinnen und Schweriner, haben die Möglichkeit, in diesem Herbst 2021 eine ermüdete Regierung abzuwählen und für einen neuen Aufbruch in Mecklenburg-Vorpommern zu sorgen. Die Linke ist die einzige gesellschaftspolitische Kraft, die ein umfassendes soziales Politikangebot für Mecklenburg-Vorpommern unterbreitet. Dinge klären, Menschen stärken, in Frieden leben und das soziale Miteinander entwickeln. Das sind die wesentlichen Momente, die uns antreiben. Das ist unser Antrieb, für die Menschen in MV zu arbeiten. Ökologie und Klimawandel auf jeden Fall, aber sozial gerecht und mit einem hohen Maß an Mitbestimmung für die Menschen in MV. Das wollen wir. Wir wollen nicht, dass die Verkäuferin oder die Krankenschwester die sozialen Folgekosten der Covid-19-Pandemie tragen, wohl aber die reichsten 10% der deutschen Bevölkerung, die über mehr als 60% des Vermögens verfügen. Stärken Sie mit Ihrer Stimme die Linke, damit Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern demokratischer und sozial gerechter werden. Vielen Dank.